Was geht ab, boy, Freunde der Erde? Terrafox hier, gesendet von der Erde. Herzlich willkommen zu einem neues Reaction-Video auf ein Reaction-Video. Jetzt mal schauen, was das Reaction-Video von Star Trek sind, wie immer. Oh ne, über eine halbe Stunde. Star Trek geht auf Random Shorts, Teil 140. Und es dauert über eine halbe Stunde. Unglaublich. Okay, wir starten los. Was geht, Freunde aus dem Welt? Wir switchen rüber und let's rock. Lass mal ein Lagerfeuer machen. Hier in der Klasse? Lagerfeuer. Ja, mach einfach, vertrau mir. Mein Klassenzimmer. Ich wollte gerade sagen, okay, Lagerfeuer sind cool, haben wir früher auch immer gemacht. Sogar mit Feuer. Wow. Mit Feuer sogar. Habt ihr da hinten ein Feuer? Wir haben wirklich im Klassenzimmer Lagerfeuer gemacht. Angemacht? Ja, wieso? Warum schreit er so? Keine Ahnung, Bro. Wir grillen, wollen Sie auch ein Stück? Wir haben auch Schweinefleisch für Sie. Mach doch. Lagerfeuer, geil. Spott das Feuer aus. Oha, wie undankbar. Egal, mach was. Ja, das ist wirklich undankbar. Wir machen morgen ein größeres. Ja, wir zünden die ganze Schule an. Du übertreibst wieder, Mehmet. Beruhig dich bitte. Cool. Okay. Wow, der fliegt richtig gut. Ja, Mann. Ah, mein Auge! Das ist schon das zweite Auge, das er wegen dir verliert. Er soll sich nicht so anstellen. Mein Onkel war auch blind. Der lebt immer noch irgendwie. Ja, Mann. Ja, oder? Egal. Mach mal ein Feuer an, aber richtig groß dieses Mal. Gian, das gibt 6 Wochen Nachsitzen. Herr Müller, ich bin hier. Sie gucken in die falsche Richtung. Ja, vielleicht, weil ich nichts mehr sehen kann. Okay, ist das jetzt meine Schuld? Ja, ist es. Ja, stimmt. Er soll mal nicht so... Aber er gibt zu, man kann sich nicht beschweren. Baumstein, ich will schlafen. Ist er gerade eingeschlafen? Seien Sie bitte etwas leise, er schläft. Vor allem, wer kann denn so schlafen? Gerade. Junger Mann. Die Polizei? Was wollen die hier? Haben die von dem Fleisch gehört? Brat ihm mal ein bisschen Schwein, wenn wir noch haben. Nein, Herr Müller hat die gerufen. Sie kommen jetzt mit uns. Ist er gerade wieder eingeschlafen? Herr Müller, nicht so laut, er schläft. Ja gut, würde ich aber auch machen, so müssen die Cops dich tragen. Lass mal ein Lagerfeuer machen. Achso, das war's. Ja, das war cool. Perfekt getroffen, auf die Nase. Wer hat mich abgeworfen? Das war Mustafa. Ich war das nicht, das war noch einmal und es gibt Konsequenzen. Schulunterricht mit einem Roboter, geil, weil kein Lehrer mehr Lehrer sein will. Hast du gehört, Mustafa? Noch einmal und es gibt Konsequenzen. Mustafa, kannst du endlich damit aufhören? Weihnachtsmann und Gokake, wo sie durch die Zeit reisen und dann auf einmal in der Zukunft oder so sehen, wo der Weihnachtsmann nicht mehr existiert und alle von Robotern unterrichtet werden, von Grandelbart-Robotern. Ich war das. Echt? Es reicht, Mustafa umbringen. Hab ich nicht gesehen. Die von der Schule verweisen. Oh, haben Sie gerade umbringen? Also ich fände umbringen eigentlich angemessen. Bist du verrückt? Was sagst du da? Ich will dich schon nicht umbringen. Die wurden so programmiert, dass sie uns nicht schaden können, weißt du? Oder du Blechbüchse, du kannst uns nichts tun. Gian auch umbringen, nachsitzen. Siehst du, er ist gefährlich. Er soll abwarten. 1 gegen 1 nach der Schule auf dem Sportplatz. Gian, lies bitte deine Hausaufgaben. Das ist ja dann ein unfairer Kampf, wenn der Roboter sich nicht wehren kann. Oh, mein Hund hat sie gefressen. Ach, was mache ich mir überhaupt die Mühe? Was denn, die klassische Ausrede gilt in der Zukunft immer noch? Wie krass. Ich habe sie nicht gemacht, einfach so. Ich habe sie vergessen. Was willst du machen, du Metallklumpen? Ja, zeig's ihm. Dann werde ich wohl den ganzen Planeten vernichten. Deine Eltern in die Schule rufen, meine ich. Planeten vernichten? Ja, los, mach doch, wenn du Eier hast. Metalleier hast, was auch immer da unten hängt. Vernichtungsprotokoll eingeleitet. 10. 9. Oh Gott, er tut es wirklich. 7. Beruhigt euch, Leute. Soll er ruhig machen. Das heißt, wir müssen nie anfangen zu arbeiten und müssen auch nie Steuern zahlen. 1. Okay, der hat recht. Okay, dann möchte ich das bitte auch einmal. Bitte zum Mitnehmen, aber. Papa, darf ich mir mal TikTok runterladen? Nee, ganz bestimmt nicht. Und die anderen dürfen das aber auch haben. Und ich habe in Mathe zuletzt eine 1 geschrieben. Also gut, dann machen wir eine kleine Ausnahme. Echt jetzt? Aber sag deiner Mutter nichts davon. Danke, Papa, du bist der Beste. Ach, meine nicht. Du meine Schwester? Was hast du da für ein Video? Das Handy? Fängt ja gut an, Alter. Ich bin auf meinem Handy. 1 auf TikTok. Achso, denk dran, gleich ist das Abendessen fertig. Geiler Rap. Frauen, muss ich den anderen schicken? Mit dem Kindergeld ein Business aufbauen. Ich glaube, es gibt eine 6, ne? Kindergeld ein Business aufbauen, was? Kannst du mal aufhören damit? Simulant, wo hast du denn jetzt die ganzen Sprüche aufgeschnappt, die du jetzt immer weiter sagst? Das habe ich auf TikTok bestimmt nur irgendwo in der Schule aufgeschnappt. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Ja, was denn? Ja. Wer hat die Mutter von Jerry in dem... jetzt reißt. Ab sofort hast du wieder TikTok-Verbot. Na toll, jetzt wisst ihr ja der Mutter. Hat mir das erlaubt? Papa? Ja, wenn ich mal an die Anfangszeit denke, wo TikTok sowas immer sofort gesperrt hat und jetzt einfach alles zulässt, was es so gibt, ja, sogar Fake News erlaubt TikTok mittlerweile. Ich könnte erzählen, dass Jackie Chan gestern gestorben ist und TikTok würde es halt einfach erlauben, weil es halt eine legale Fake-Information ist. Es ist halt einfach so. Mein letzter TikTok wurde sogar gesperrt für kurze Zeit, war ein paar Stunden, aber trotzdem. Das war das mit Militär 2024. Da habe ich eine Meldung bekommen, dass dieses Video entfernt wurde wegen Suizid. Und dann habe ich noch eine Meldung bekommen, wenn ich mich schlecht fühle oder so, oder daran denke, mich umzubringen, soll ich mich bitte hier und hier melden? Ich denke mir so, was? Was? Dieses Video hat nichts mit Umbringen oder so zu tun. Das ist YouTube. Gar nichts. Es geht um Militär, wie
sich Leute das heute so vorstellen, wie die unsere Jugend und manche Älteren so sind. Das sollte halt einfach nur Satire sein. Und YouTube so, TikTok so, ich will mich umbringen. Okay, alles klar, warum nicht? Warum nicht? Ganz normal. Standard. Ja gut, die haben es dann wieder freigeschaltet, nachdem es überprüft wurde. Aber dieses automatische System von TikTok ist einfach total schlecht. Ich schreibe sogar bei jemandem, beim Flacherdler habe ich geschrieben, die Erde ist nicht flach, die ist dreieckig. Dieser Kommentar wurde halt einfach gesperrt, weil wegen rassistischer Äußerung. Was? Vielleicht der runden Erde gegenüber rassistisch, ja, aber ey. Historische Bilder, die dir in der Schule nicht gezeigt werden. Das ist einer der größten Cheating-Skandale überhaupt. Während des Fortnite Solo World Cups im Jahr 2019 hat sich jeder auf Booga und sein insanes Gameplay fokussiert. Das Ding ist halt, ich nehme sowas nicht mehr ernst, weil du weißt heute schon, dass überall welche dabei sind, die cheaten. Das ist einfach nichts mehr mit hier moralisch, wir kämpfen. Wie nennt man das? Nennt man das moralisch? Ach, keine Ahnung. Ehrenvoll, wir kämpfen ehrenvoll. Nichts cheaten, alles ehrlich, keine Glitch ausnutzen. Das gibt's heute einfach nicht mehr. Deswegen nehme ich sowas nicht mehr ernst. Aber es gab unter all den 100 Teilnehmern einen Spieler, der vielleicht noch wichtiger war. Sein Name? Ledwig. Er war ein russischer Pro-Player, der sich über den europäischen Qualifier... Ja, Pro-Cheater nennt man sowas. Heute, Pro-Gamer sind heute so eher Pro-Cheater, nicht alle, okay? Wir werfen nicht alle in einen Topf, aber... In den meisten Fällen kommt doch dann raus, er hat gecheatet. ...schafft sichern konnte. Und in den ersten Games schien eigentlich alles noch normal. Doch dann kam das finale Game 6. Plötzlich schien es, als ob Ledwig mehr wusste als seine Gegner. Und genau das machte die Epic Games Mitarbeiter stutzig. Denn Minuten später standen mehrere Mitarbeiter und Schiedsrichter um den Platz des russischen Pros herum. Hat er gecheatet? Die Schiedsrichter waren sich einig. Ledwig nutzte mehrmals andere Screens um sich herum, um Informationen über seine Gegner herauszufinden. Und das fand Epic Games gar nicht so cool. Ledwig wurde daraufhin aufgefordert, das Spiel zu verlassen. Und so ist der Traum auf der großen Stage durch einen Cheating-Skandal geplatzt. Das ist okay, war also, okay. Ich sag mal, Classic-Cheating, wie damals bei Splitscreen, wenn du gezockt hast. Ja, guck bitte nicht auf meinen Bildschirm nach oben. Ah, da ist der. Ey, du, das konntest du auch nicht vermeiden, dass du auf den Bildschirm von den anderen guckst, weil du sitzt auf der Couch und guckst auf dem Fernsehen. Wie willst du es vermeiden, nach oben oder nach unten zu gucken? Ey, es hat trotzdem Bock gemacht damals. Er hat zwar jetzt nicht einen Hack benutzt oder so, aber... Trotzdem, cheaten ist cheaten. Oh, so sehr sentimental. Die Dragon Balls habe ich auch. Ich hoffe, das wird nicht gesperrt wegen Copyright. Ich hoffe, er hat einen guten Nachfolger für Dragon Ball, weil jetzt im Herbst kommt ja das neue Dragon Ball. Und ich hoffe, es gibt auch einen guten Nachfolger für Sandland, weil da kommt er jetzt auch übermorgen, glaube ich, die letzte Folge. Nee, morgen. Morgen kommt, glaube ich, die letzte Folge von der ersten Staffel. Dieses Lied von Dragon Ball GT hat ein bisschen Traurigkeitsfaktor in diesem Stil, aber hat eigentlich gar nichts mit Akira zu tun, weil er von... Er fand Dragon Ball GT halt selber scheiße, wie die das gemacht haben, die es damals gemacht haben. Das war blöd erklärt, oder? Das hier ist das Hubble Deep Field. Eins der beeindruckendsten Bilder unseres Universums. Und das hier ist das James Webb Deep Field, welches ebenfalls komplett mindblowing ist. Und wenn man sich jetzt mal reinzieht, wie diese beiden Bilder gemacht worden sind, dann wird es erst richtig crazy. Für das Hubble Deep Field ließ man das Teleskop 10 Tage lang eine komplett dunkle Stelle am Himmel belichten. Hier sehen wir jetzt fast 3000 Galaxien. Einfach crazy. Aber wenn Hubble für dieses Bild 10 Tage gebraucht hat, was glaubt ihr, wie lange hat James Webb 2023 für sein Deep Field gebraucht? Nicht schummeln, schreibt eure Antwort in die Kommentare, dann löse ich auf. Ich habe einfach 3, keine Ahnung. 3, 2, 1. James Webb hat für dieses Bild gerade mal 12,5 Stunden gebraucht. Oh, der Bereich, den das Teleskop am Himmel belichtet hat, ist so groß wie ein Sandkorn, wenn man es einen Arm weit von sich weghält. Auch hier sehen wir tausende Galaxien, deren Licht teilweise Milliarden von Jahren unterwegs war, um uns jetzt zu erreichen. Das hier ist das Hubble. Das Universum ist einfach das Faszinierendste, was wir haben. Oder besser gesagt, was uns hat. Das Universum hat ja uns, nicht wir es. Wir haben neue Waffen bekommen, mit denen sie sich heute vertraut machen. Wieder meins. Fangen sie an. Ich glaube, meine Waffe hat einen 999er Ping. Ey, ich weiß noch, bei Search of Fortunes 2 damals, wenn du da so einen 99er Ping hattest, dann war alles aus. Du hattest keine Chance mehr, Alter. Wie haben sie überhaupt die Musterung bestanden? Da musste ich ja nichts festhalten.
Der nächste. Ganz normal. Splint ziehen, bis 10 zählen und die Granate weit wegwerfen. Da musste man auch wirklich nicht festhalten, oder? Also bei meiner Musterung da. Doch, ich musste den Stift in der Hand nehmen und schreiben. Bitte nicht ständig fallen lassen. Keine Sorge, die kann nicht runterfallen. Ich habe sie an meiner Hand festgeklebt. Bitte was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und für die Leute, die es nicht aufgefallen ist, dieser Griff, den man hier festhält, der ist weggeflogen. Damit nicht Fragen kommen, so, die Granate kann nicht explodieren, wenn er das hinten noch festhält. Er kann es nicht mehr festhalten, wenn es weggeflogen ist. Die letzten Worte. Heute üben wir Bootfahren mit einem Boot. Wissen Sie, wie man so etwas bedient? Klar, ich war doch Captain auf der Kok SM. Wie haben Sie es geschafft, mit diesem kleinen Boot unser Schiff so weit wegzukicken? Also, das habe ich aber nicht dazu gebucht. Das Ding ist halt, ihr seid alle. Das war wieder so eine spontane Idee, wo ich deswegen das halbe Drehbuch am Ende nochmal umschreiben musste, nochmal neue Töne aufnehmen musste beim Zeichnen. Ich hasse es, wenn mir sowas einfällt, aber ich will es dann immer einbauen. Gut versichert. Meine Versicherung deckt nämlich keine Naturkatastrophen. Das kann keiner beweisen, dass es nicht so war. Wir haben neue Recht. Also die Beweise sind eindeutig. Die Beweislage ist im Haus. Digga, ich fühle mich so komisch, wenn ich mit dir Auto fahren muss, Alter. Ich habe automatisch diese beide Hände am Lenkrad, weißt du, was ich meine? Ich kann dir den Führerschein wegnehmen. Laber nicht. Was? Junge, hier ist 30. Ja, fahr doch 30, Dave. Ja gut, jetzt. Ich bin aufgeregt, ich weiß dir. Bin jetzt... Das ist ein Lenkrad auf der rechten Seite. Welcher Fahrlehrer fährt denn selber ordentlich, wenn kein Fahrschüler drin ist? Einem echten Fahrlehrer zu sitzen und Auto zu fahren. Wie hat der einen Führerschein gekriegt, wenn der... Oh, der hat sich verraten. Ich hab Angst, was falsch zu machen, weil ich... Wie meinst du einen echten Fahrlehrer? Gibt's auch gefälscht oder was? Den hat er wahrscheinlich gehabt, um seinen Führerschein zu kriegen. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ein Fahrlehrer mit der Ausbildung da ist, ja? Wie hat das seinen Führerschein? Der hat einfach Führerschein von Fahrlehrer ohne Ausbildung, Mann. Gut, er hat es vom Prüfer, aber er hat die Stunden gemacht bei Fahrlehrer ohne Ausbildung. Geil. Soll ich jetzt ernsthaft 30 Sekunden warten, Digga? Okay. Muss man nicht mal. Man muss keine 30 Sekunden warten. Das ist eigentlich das bringt dir jede Fahrschule so bei, weil du halt nach links guckst, nach rechts guckst und in der Zeit vergehen halt so im Schnitt 30 Sekunden, Alter. Aber du musst bloß anhalten. Es ist wichtig, dass alle Räder stillstehen und dann kannst du weiterfahren. Du musst keine 3 Sekunden warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso guckt er dann erst nach links und rechts? Du tust gerade indirekt meine Ausbildung verheimlichen. Verheimlichen? Wohin? Links, rechts, oder? Wohin? Nach links, Mordok, nach links. Achso, scheiße, jetzt hätte ich gekonnt, Mann. Fair, ich weiß nicht, was du meinst. Wir können beide nicht reden. Stabiler Schulterblick. Ja. Oha! Will ich meinen Nacken brechen oder was? Ey, ist aber auch so. Schulterblick macht doch niemand nach der Fahrschule so hier mehr. Niemand. Selbst in der Fahrschule habe ich immer bloß so hier kurz gemacht und der Fahrlehrer so Kopf richtig drehen. Ich habe doch nach rechts und nach links geguckt, je nachdem, wo ich abbiege. Aber der sagt da halt immer, ja, ich weiß, aber der Prüfer muss sehen, dass du deinen Kopf richtig drehst, sonst gilt es nicht als Schulterblick. Hast du meine Bürste angefasst? Hast du meine Brüste angefasst? Beste Autokorrektur ever. Die macht noch was? Ich habe schon gedacht, da kommt gar nichts mehr. Da kommt auch kein Hauptvideo mehr. Duschgel. Durchfall. Weihnachtsgeschenk. Wie kann die Auto kommen? Für Maxis Oma. Weihnachtsgeschenk für Nazis Oma. Was zur Hölle? TikTok. Ich liege gerade in deiner Jacke. Also wenn die Autokorrektur das N-Wort reinschreibt, dann wird's schlimm. Rieche an ihr. Ich liege hier gerade in deiner Kacke und rieche an ihr. Jacke. Das ist eine geile Korrektur. Also die würde ich so abschicken. Kacke. Jacke. Kacke. Jacke verdammt. Kacke verdammt. Jacke. Jägerschnitzel. Ich habe... Also die Autokorrektur ist eindeutig lost. Voll Bock auf Burger King. Ich hab voll Bock auf Burgerkrieg. Feierabend. Wer hat nicht Bock auf Bürgerkrieg? Feuerbestattung. Bock was? Zu saufen? Bock zu saugen? Saugen. Saufen. Nacht. Nackt. Hosen anprobiert. Hoden amputiert. Also bei der Autokorrektur wird ich auch meine Autokorrektur abschalten, also. Das kannst du jetzt nicht falsch machen. Post. Pest. Was macht deine... Mama, die Pest kommt. Oder Mama, die Pest ist da. Hurra, hurra, die Pest ist da. Wir haben noch 3 Tage. Ina, Waggi, wag es ja nicht. Ich habe schon verschickt. Die Autokorrektur schickt heutzutage auch noch selber ab. Ach du Scheiße. Doch, du bist so ein Aschenbecher. Das war die beste Korrektur. Du bist so ein Aschenbecher. Die beste Beleidigung ever, Alter.
Du machst was? Ein Praktikum. Und als was genau? Ein Praktikum als Smartwatch. Ich das seh ist nichts. Aber eine interessante Smartwatch. Und wie läuft das? Ach so, die will eine Smartwatch werden, deswegen das Praktikum. Mal cool. Ist so? Eigentlich ganz gut. Ich muss nur herausfinden. Warum zerlegt Chantal eigentlich ihre seit 10, 7 einzelnen Nachrichten? Boah, ey, das kenne ich auch. Ja, sowas nervt. Also, Smartwatch macht Spaß, sagst du? Ist kaum auszuhalten. Holzkernuhren sind eigentlich gar nicht smart. Und das ist auch gut so, denn so hast du auch einfach mal Zeit für dich. Ohne die ganzen Bings. Okay, ich hab gekündigt. Checkt Holzkern mit dem Link in den Kommentaren ab. Mit dem Code PLANKTON15 bekommst du wie immer knackige 15% Rabatt. Holzkern macht auch ganz viele andere Sachen, alle aus natürlichen Materialien. Und alle sind Unikate. Ich mach jetzt ein Praktikum als Pirat. Du machst was? Also klaut er jetzt die Uhren? Ich war eigentlich noch nie so der Fan von solchen normalen Handgelenkuhren. Als Kind musste ich immer eine tragen, damit ich pünktlich nach Hause komme. Ja, mein Trick war manchmal, die Uhr einfach zurückzustellen und sagen, ja, die geht falsch. Vielleicht sind die Batterien alle oder so. Wenn du der Endboss bist, aber der Spieler ein Speedrunner. Ich habe schon auf dich gehört. Was es gibt? Sorry, ich hab wenig Zeit. Ich warte hier seit Äonen auf dich. Du hörst mich mal. Was machst du da? Ich glitsch mich durch den Boden in den zweiten Bossraum. Woher weißt du? Nein, du darfst doch noch nicht. Du bist stark. Doch jetzt. Speedrunner. Nee, oder? Du hast mich ja bis jetzt noch so nicht mal angegriffen. Mein Dialog ergibt nicht mal Sinn. Wie gesagt, keine Zeit zu verlieren. Du hast unsere Welt gerettet. Du bist unser Held. Leute, er hat mich nicht besiegt. Ich bin immer noch da. Der Held rettet die Welt, ohne den Boss zu besiegen. Ganz normal. Wenn du der Endboss bist... Solche Glitche könnte man eigentlich theoretisch vermeiden, ne? Indem halt wirklich erst das Ende ausgelöst ist, wenn der Boss wirklich nur noch null Leben hat. Das unangenehmste Video, was ihr jemals von mir sehen werdet. Okay, also ich bin für einen Preis nominiert. Von den 916 Awards für unbequemster, aber ehrlichster Creator. Ich schnauze viele Leute an, ich habe eine große Fresse, wir wissen, woher die Nominierung kommt. So, mein Problem ist, ich bin zusammen mit Rezo nominiert. Oh. Wir brauchen uns nichts vormachen, meine Chancen sind gering. Game over. Ich finde, Rezo hat genug Preise. Er hat die CDU zerstört. Okay, lass ich ihm. Er hat auch andere Sachen zerstört. Lass ich ihm. Aber warum muss er jetzt zum Zerstörer meiner Träume werden? Ich finde, den einen könnt ihr mir gönnen. Falls euch die Motivation der Berechtigung und des Mitleids nicht reicht, um für mich abzustimmen. Ich finde, es wäre einfach ein schönes Storytelling, wenn einer der größten YouTuber Deutschlands einfach von so einer TikTokerin, die noch nie irgendwo mal aufgetaucht ist, überholt wird. Einmal sagen zu können, ich hab gegen Rezo in einem Voting gewonnen. Und dann kommt das Zerstörungsvideo von Rezo online. Ich will auf meinen Grabstein schreiben. Oh ja. Doch, ich lade es so hoch. Ja, die Chancen stehen etwas schlecht, würde ich sagen. Wenn du dich schlecht fühlst, weil du auf der Arbeit oder in der Schule was verkackt hast, dann kommt hier eine kleine Story, um dich aufzumuntern. Vielleicht kennst du ja das Hubble-Teleskop, was uns diese wunderschönen Bilder aus dem Weltall gebracht hat. Dieses super teure Teleskop wurde einfach kaputt ins Weltall geschickt. Hubble wurde am 24. April herzlichen Glückwunsch. Ja, das 90 ins All gelauncht. Als man sich dann die ersten Bilder angeschaut hat, hat man sofort gesehen, damn, die sind unscharf. Das Problem? Man hatte den Hauptspiegel des Teleskops verkackt. Der war an den Rändern zu flach und hätte... Ja, testet das vorher keiner irgendwie? Geht das nicht? Mehr gebogen. Das ist ja wie Videospiele heute. Die kommen raus und werden nicht getestet, weil wir die Tester sind. Und als Dank, dass wir das testen, dürfen wir halt noch 70 bis 80 Euro blechen. Müssen. Also, was macht man jetzt? Um den Konstruktionsfehler zu fixen, haben sie eine Art Brille für den Hauptspiegel des Teleskops entwickelt. Eine Servicing-Mission flog dann 1993 auf 530 Kilometer Höhe in den Erdorbit und reparierte das Hubble-Teleskop über 5 Tage lang mit Spacewalks, die pro Tag 6 Stunden andauerten. Mit Erfolg. Nur deshalb konnte man... 6 Stunden da draußen und einfach nur reparieren. Ob das cool ist? Ich glaube, das ist anstrengend, natürlich. Aber bestimmt auch cool. Das Hubble-Teleskop überhaupt benutzen und nur deshalb haben wir all diese schönen... Warte mal, wie gehen die aufs Klo? ...in Fotos vom Weltall bekommen. Wenn du dich schlecht... Okay, krass. Aufstehen! Alle schon Mann, ich? Aufstehen! Oh, das ist doch uralt. Mann, ich hatte gerade so einen geilen Traum, dass Toiletten uns angreifen würden. Wir werden von Toiletten angegriffen! Alle Mann, sofort auf Gefechtsstation! Aber das war doch nur ein Traum. Aber ein echter! Los, los, los! Warum schreien Sie denn? Weil Sie geschrien haben. Ich meine nicht Sie, sondern Soldat Gewerbefeuchtungsflöte. Ich wollte nicht der Einzige sein, der nicht schreit, weil Kameradschaft und so. Er hat ja recht, die Kameradschaft ist wichtig. Also wenn mitmachen. Wenn ich nicht überlebe, dann sag meiner Frau, dass ich beim Überleben gestorben bin. Du hast keine Frau. Dann sag es irgendeiner Frau. Tod.
Heilige Weihnachtscockbeleuchtung. Alle Männer, die noch laufen können, sofort Rückzug! Ist eigentlich jemand im nachfolgenden Teil aufgefallen, also in Teil 6, dass hier hinten der Zaun fehlt? Ich deaktiviere den Zaun bei den Militärbase immer, weil der aus sehr, sehr vielen einzelnen Strichen besteht und sehr, sehr viel Leistung zieht, da der sich halt über so eine Länge über den Bildschirm streckt, weil die Militärbase ist ja nicht nur ein einziges Bild, wie ihr hier seht, sondern die habe ich komplett gezeichnet und habe dann da halt meinen Spielraum. Und so lang erstreckt sich auch der Zaun. Und das Problem ist halt, dass der sehr viele Ressourcen frisst, weil er aus so vielen Einzelteilen besteht. Und deswegen mache ich den immer aus und vergesse den manchmal anzumachen. Oh, falsche Taste. Ey, nimm mich mit, ich lebe noch. Sie können aber nicht laufen. Aber krass, dass mir das vorgeschlagen wird. Du bist zu altes. Der Algorithmus ist krank. Aufstehen. Der ist krank. Ein Fehler eines Schülers, der tödlich endete. So, Herr Meier, es wird einmal unangenehm. Jetzt einmal schlucken, schlucken, schlucken. In der Nase? Die Magensonde sitzt gut. Da kommt gleich ein Kollege und hängt Ihnen die Sondenkost an, okay? So, Keanu, alles klar. Also die Magensonde in Zimmer 3, die liegt. Da könntest du gleich bitte einmal die Ernährung dranhängen, okay? Ach klar, das bekomme ich hin. Ich bin ja schon im dritten Lehrjahr. Okay, die Ernährungspumpe habe ich dir gezeigt. Dann ist das echt scheiße, wenn das schief geht. Zeigt, oder? Da weißt du, wie die funktioniert. Oder soll ich besser nochmal mitkommen? Das ist aber auch das Problem, wenn man vergisst ja manchmal, wie etwas funktioniert. Vor allem, wenn man es lange nicht gemacht hat. Oder sei es wegen irgendwas Sonstiges, weil man den Tag noch viele andere Dinge gemacht hat und dann vergisst man, oh, was musste ich hier nochmal stecken, was musste ich hier nochmal drücken. Dann ist das Problem, viele trauen sich dann nicht nochmal zu fragen. Warum sich viele nicht trauen zu fragen ist, weil dann der Ausbilder oder der Chef halt heutzutage oft rummeckert direkt. Da kannst du dir nicht merken oder was, blablabla, bla, 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 so auf Rentner angelegt, ne? Dann kann so ein Fehler schnell passieren. Also ich bitte dich, ich bin kurz vor meinem Examen, das schaffe ich ja wohl. So Kevin, ganz kurz, also wenn der Herr Meier die Nahrung verträgt, können wir gerne auch schon sofort auf 80 Milliliter die Stunde hochgehen, ja? Irgendwie ließ sich die Ernährung heute nicht so ganz einfach anschließen. Nee? Wieso? Also komischerweise passte das Verbindungsstück da nicht und ich konnte es nicht gut anschließen, aber ich habe da was gebastelt. Jetzt funktioniert's. Ja gut, vielleicht wurden ein... Okay, das ist dann dumm. Okay, dann das ist richtig dumm. Die falschen Sets bestellt, ich schaue da gleich einmal nach, kann ja mal passieren. Naja, also es läuft auf jeden Fall über den gleichen Schenkel wie die Kochsalzlösung. Ja gut, alles klar. Moment mal. Worüber läuft das? Ja, müsste über den medialen Schenkel sein. ZVK eben. Jetzt sag mir bitte nicht, du hast die enterale Ernährung über den ZVK angehabt. Heftiger Fehler eines Sogar ich weiß, dass man das nicht macht, Alter. Das ist schmerzhaft. Okay, ich weiß, das ist eigentlich nicht lustig, aber... Ey, ob der seinen Job noch hat? Ich glaube nicht. Frühstückst du aber immer so früh? Früh. Hab eine Ausnahme gemacht. Um 5 Uhr ist Frühstück und 5.30 Uhr bin ich normalerweise auf dem Feld. Oha. Aber gut, hast bestimmt ausgeschlafen. Nö, bin seit 4 Uhr wach und war bis eben auf dem Feld. Also ich könnte sowas nicht. Natürlich nicht. Was magst du trinken? Was hast du alles da? Bier, Kaffee? Hä? Doch kein Bier am Morgen. Warum nicht? Wir haben 7 Uhr. Ja, und? Hast du O-Saft? Aha, so einer bist du. Für Bier ist zu früh, aber Wodka O geht. Nein, nur Orangensaft. Ach so, ja, müsst ihr beim Nachbarn fragen. Ich habe jetzt keine Orangen da. Nee, so aus dem Tetrapark. Du musst jetzt nicht extra Orangen pressen. Sowas gibt's? Ja klar, mit oder ohne Fruchtfleisch. Sowas habe ich nicht da. Aber komm, wir holen frische Eier. Sind die Läden schon offen? 24 Stunden hier. Ach krass, bei uns hat nur ein McDonald's 24. Also so einen Laden habe ich hier aber nicht. Komm. Auch nicht. Das, ja, das sind die besten Eier im Dorf, von der Hildegard. Aha. Sind die umsonst? Die sind zu ja bunt ausgeschissen worden. Umsonst ist, wenn du nach 20 kurzen immer noch nichts merkst, ja? Guck, 10 Eier, 2,80 Euro. Einfach die passende Summe in die Kasse legen. Und was ist mit dem Kassenbeleg? Siehst du gerade hier jemanden abrechnen? Aber das ist doch schwarz. Dann fahr doch zu deinem Maggis und gönn dir da Rührei. Schon gut, ich esse 2 Eier. Frühstückst du aber immer so früh? Früh. Na gut, ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es schwarz ist, weil man könnte es ja auch dann trotzdem angeben, ne? Wie viel man jetzt damit verdient hat, selbst eine Abrechnung machen, sowas. Aber, Junge, wer macht das schon? Die Türen sind zu. Wir fahren jetzt demnächst los. Was fahren wir nicht jetzt los? Wir stehen lieber noch 20 Minuten mit geschlossenen Türen rum. Das ist halt so unser Ding. Okay, dann steige ich nochmal aus. Nee, Türen sind zu. Du kommst nicht mehr rein oder raus. Solange können wir Sicherheitsanweisung machen. Oh nein. Machen. Hier ist ein Gurt, der ist hier und den könnt ihr in dieses rote Ding reinstecken. Und warum geht das eigentlich nicht mehr auf dann? Wenn du im Flugzeug sitzt und das aus technischen Gründen oder so oder wegen Sichtverhältnisse noch nicht losfliegen kann. Sagen wir mal, die sagen jetzt, du musst jetzt noch 4 Stunden in diesem Flugzeug warten, weil wir erst dann wegen schlechter Sichtverhältnisse losfliegen können. Da musst du einfach 4 Stunden da drin sitzen, weil keiner die Tür öffnen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Die faken das doch, die sagen doch, nö. Ja, komm, geh nochmal raus. Pech.
Aber wir machen die Tür nicht mehr auf, weil es zu viel Mühe macht, die zuzumachen. Dann seid ihr angeschaut. Ja, das wissen wir. Die Nottüren sind für euch die und die und für mich die. Ja, ergibt Sinn. Ja, und eurem Sitz in Schwimmwesten, falls ihr in Wasser reinkommt. Ja, das einzige Gewässer im Umkreis ist Freibad. Warum sollst du da reinfahren? Was hast du vor? Ich habe gerade Signal bekommen, wir können von unserem Parkplatz losfahren. Endlich, Mann. Zwar zu einer anderen Stelle, wo wir noch 30 Minuten... Schwimmen im Westen in Autos, nicht ganz verkehrt. War aber nicht. Wir fahren doch sowieso nur 5 Minuten. Lass uns raus, Mann. Nee. Die Türen sind zu. Nee, die Türen sind zu. Cooler Loop. Ich würde nie wieder Auto fahren, wenn das so wäre, Alter. Wenn ich und meine Freunde im Gefängnis wären. Ich würde dann Auto laufen. Ja, ich würde mich auch immer so freuen, wenn ich im Knast bin. Und Freunde treffe. Ich würde nicht gelacht. Hätte ich ihr Gesicht. Das ist aber dann der kein deutscher Knast, Alter. Hätte ich auch nicht so viel zum Lachen. Oh, der war gut. Jungs, wie seid ihr hier? Bro, WhatsApp-Sticker. War klar. Verdient, oder? Ja, du musst es halt immer übertreiben. Was du geschickt hast. Ja. Du, Luca. Keine Ahnung, ohne Grund. Guck mal, ich habe einfach nur einen Podcast gestartet und ungefiltert meine Meinung zu Frauen. Du brauchst nicht weiterreden. Heutzutage landest du dafür. Gut, bei deutscher Justiz ist das auch schwer. Ja, wir können es uns denken. Wir haben es dir gesagt. Ach, ja. Und du, Marvin? Ich habe uns PlayStation Party Chat aus Versehen veröffentlicht. Was? Oh mein Gott. Oh. Ganz ernst? Ja, ich auch. Weil sonst spätestens danach. Ja, auf jeden Fall. Ey, aber Jungs, sag mal ehrlich, ist doch eigentlich cool, dass wir alle jetzt hier ein paar Jahre sind. Ey, das wird safe nicht langweilig, wie damals in der Schule. Siehst deine Schulkameraden, die du wahrscheinlich nie wiedersehen willst, einfach im Knast wieder. Oh, dann hast du keinen guten Start ins Leben. Okay, Leute, wir müssen ein Produkt rausbringen. Hat jemand Vorschläge? Ich hätte da eine Idee. Ja, ich höre. Also dich mag keiner. Ja, das stimmt. Weiter. Wahrscheinlich hätte auch niemand gern ein Kind, das wie du wird. Ja, okay, du hast recht, aber komm langsam auf den Punkt. Also du bringst einfach Kondome raus und wirbst damit, dass man deine Kondome benutzen soll, um nicht so ein Kind wie dich zu bekommen. Oh mein Gott, diese... Bestes Marketing ever, Alter. Die ist so gut. Meine Nippel sind gerade hart geworden. Du kriegst eine Gehaltserhöhung. Ich bekomme doch gar kein Gehalt. Okay, dann kriegst du einen Donut. Einen halben. Nee, weißt du was? Du kriegst weiterhin gar nichts, du undankbares Schwein. Okay, jetzt sag mir, was nett, soll Alter. Unsere Kondome nett. Auszeichnen? Keine Ahnung, vielleicht könnten wir Löcher reinmachen. Ja, Löcher. Ja, dann klappt das auch mit dem Slogan nicht mehr. Tja, damit die Luft besser zirkuliert. Ich bin komplett erregt. Wie komme ich nur immer wieder auf diese Ideen? Ich muss ein Genie sein. Das war eigentlich meine Idee. Ah, kaum gibt man dir fast einen Donut, willst du direkt noch eine Belohnung, hä? Du gieriger Blutsauger. Ja, okay, ich bin ruhig. Wie geht's weiter, Chef? Als nächstes muss ich das Kondom an jemanden testen. Wir wollen ja Qualität verkaufen. Okay, Leute. Ich wäre auch weggerannt. Oh. Ganz ernste Sache hier. Wie oft ist Muten Roshi gestorben? Ich lese sehr häufig, dass Muten Roshi angeblich nie gestorben sei. Wie man auch immer darauf kommt. Er ist tatsächlich zweimal gestorben. Einmal in Dragon Ball Classic. Hä, aber echt nur, wer Dragon Ball geguckt hat, der weiß, dass er mindestens einmal gestorben ist. In Dragon Ball Classic ist er an den immensen Rückstößen seiner Mafuba-Technik gestorben. Er scheiterte beim Versuch, Oberteufel Piccolo in einen Reiskoch. Rückstöße? War es nicht so, dass das Mabuva übelst viel Energie zerrt und der deswegen gestorben ist? Gut, später haben die so viel Kraft, dass das halt gar nichts mehr ausmacht, sie geht Dragon Ball Super. Grad zu sperren. Oh nein, ich hab den Topf. Oder am Ende von Dragon Ball Z. Aber wahrscheinlich meint er das mit Rückstößen. Ein zweites Mal ist er in Dragon Ball Z gestorben, als Buu die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Abseits davon gab es im Turnier der Kraft auch einen kurzen Moment, in dem er fast gestorben ist. Nachdem er mit einem Kamehameha diesen komischen Vogel rausgeschossen hat, erlitt er wieder einen heftigen Rückstoß und verlor das Bewusstsein, bis Son Goku kam und ihn reanimiert hat. Wie oft ist Ich fand das aber bescheuert, dass Son Goku ihn dort alter Mann nennt. Was, wer hat sich denn das einfallen lassen, Alter? Ich hätte einfach beim Klassischen bleiben sollen. Herr der Schildkröten. Bitte um Ruhe. Wir wollen gestern erstmal ein Eis essen. Ruhe. Weiß nicht, wie lange wir Tom, hörst du bitte auf mit Paul zu quatschen? Und dann haben wir da wirklich 13. Tom, das bin so ich. Paula, nicht essen. Essen konntest du dort in der Pause, okay? Ich frag mich sowieso, warum darf ich den Unterricht nicht essen? Wenn ich dabei nicht rumschmatze wie ein verrückter Vogel, dann ist doch egal. 3, 2, 1. Genauso wie bei uns auch das Trinken im Unterricht verboten war. Ich kann es verstehen, wenn du so eine Plastikflasche hast und so hier trinkst. Ja, ich hab's auch welche, das verstehe ich dann vollkommen, dass das stört. Aber wenn du so ganz leise bist, so. Ja, dass man es nicht hört. Warum ist es dann verboten? Es lenkt mich doch nicht ab. Dortmund macht das niemals. Von mir aus stehe ich hier bis morgen. An mir liegt es. Das hat unsere Lehrerin auch immer gesagt. Mann, jetzt reicht's aber, Moment! Ich kann das nicht mehr! Jede Stunde das Gleiche mit euch!
Das war bei uns schon nicht. Die hat dann bloß einmal geschrien, Ruhe jetzt! Das ist fast so eine Männerstimme, Alter. Ja, danke. Es geht doch. Ja, das war schon bitte in Ruhe. Mir fast so. Ich hatte in der Schule, hatte ich auch immer Mützen oder Kopftücher auf und sowas. Und wir waren noch nicht im Unterricht. Und meine Lehrerin sagt so, Kopftuch abnehmen. Ich so, wir sind noch nicht im Unterricht. Auf jeden Fall am nächsten Tag wieder so, nimmt die mir das Kopftuch weg, weil ich es wieder auf habe. Ich so, wir sind noch nicht im Unterricht. Ich bin noch nicht mal im Klassenzimmer. Und die so, egal, jetzt ist es meins. Am Ende von Unterricht, wenn die Schule zu Ende ist, gehe ich vor und sage so, ich möchte bitte mein Kopftuch wieder haben. Die so, nein, das gibt's nicht wieder, weil das jetzt zum zweiten Mal aufhat. Ich so, wenn sie wirklich, ich habe das wirklich gesagt, wenn sie mir das jetzt nicht wieder geben, dann komme ich morgen mit der Software in die Schule und dann können sie was erleben. Da hat die meine Eltern in der Schule bestellt. Ja, meine Eltern fragen mich so, hast du der wirklich mit einer Software gedroht? Ich so, ja, die hat mein Zeug weggenommen. Meine Eltern gehen in die Schule, machen die richtig zur Sau. Die haben gesagt, wenn sie noch einmal irgendwas von meinem Sohn wegnehmen und unerlaubt behalten wollen, dann schalten wir die Schulbehörde ein. Oder Schulamt oder wie das heißt. Das war richtig krass. Ich dachte jetzt, ich kriege richtig Anschluss von meinen Eltern, weil ich halt mit der Software gedroht habe. Was schaust du? Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es ist meine neue Serie gerade. Die ist Hammer. Hi, ich komme gerade von der Dachterrasse in meinem 1,3 Millionen Euro Neubauhaus. Und in wenigen Schritten kannst du das auch. Ja, das sieht aus wie so eine Scam-Werbung. Nee, das ist schon eine Serie. Der Trick ist Dropshipping. Ah, krass, das war gut gemacht. Das ist der Kluge in der Serie. Das ist auf jeden Fall eine Scam-Werbung. Was redest du, Mann? Warte, ich mach die letzte Folge rein. Da ist offensichtlich, dass eine Serie ist. Diese Methode wird dich überraschen. Kein Kindle Publishing und kein Amazon FBA. Wäre ein unseriöser das Online. Das ist keine Serie. Sondern eine Methode, die dir gesichert 10.000 Euro Umsatz im Monat macht. Für deinen inneren Sparschweinehund. Sparschweinehund, geil. Warte, jetzt wird's gleich emotional. Was du nicht ahnen wirst. Ich war auch mal ein ganz einfacher Angestellter. Seine Backstory ist so deep, Alter. Ich hab nicht das Gefühl, dass das ein Aufstieg ist. Warte, jetzt wird's geil. Ich teile meine ganze 11-tägige Erfahrung in der Branche mit dir. Melde dich an zu meinem Copywriting Cash Coaching und greif auf die ganze Erfahrung eines 17-jährigen Unternehmers zurück. Ah, das ist ein Cliffhanger. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Junge, ganz ehrlich, was für eine Scheiße. Das Ding ist halt, ich finde das immer übelst unseriös, wenn Leute sowas machen jetzt. So wie so Werbung, was man oft auch auf TikTok sieht. Hier, mache das, wie ich es mache und du kannst ganz viel Geld verdienen. Du wirst so reich wie deine Freunde, werden neidisch auf dich sein und selber sind die, die solche Videos machen, nicht mal reich. Wie soll ich das dann schaffen, wenn die selber nicht das hinkriegen, was sie versprechen? Hä? Verstehe ich nicht. Okay, das waren echt wieder coole Shorts. Ich hoffe, die haben euch so gefallen. Oh, in diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Oh, eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde. Okay, vielleicht habt ihr es ja durchgehalten. Euch danke dann dafür. Ich gebe ein Like. Wie immer, Links zum Video findet ihr in der Videobeschreibung und es gibt für euch einen Daumen hoch. Fürs Zugucken. Wie kommt der? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Daumen hoch.